Hallo, seid gegrüßt. Ich habe heute mal wieder die Kamera angeschmissen und es geht sich um Folgendes. Ich war einkaufen und ich musste etwas kaufen. Ich wollte eigentlich bloß im Saturn nachfragen, ob es das überhaupt gibt. Ja? Und ich habe es dann gekauft, weil es wäre sofort vergriffen gewesen. Und zwar dieses Nintendo Entertainment System. Nicht das Original Nintendo Entertainment System, was ihr vielleicht noch von früher aus Kindheitstagen kennt, sondern ja, die Neuauflage sozusagen. Ein Nintendo Classic Mini. Und das habe ich im Saturn gekauft. Und ich musste es einfach kaufen, weil es wäre halt sonst direkt vergriffen gewesen. Die hatten auch nicht so viele Geräte davon da. Und das Krasseste war, ich nehme mir das so von der Palette und direkt ein Mitarbeiter von Saturn gleich so, ja, ich nehme mir mal 4, 5 Stück runter. Ne? Also, ja, das Teil, also gekauft. Ich habe noch einen Controller, einen zweiten dazu, weil das kann ich dann ganz normal an den Fernseher anschließen. Ist natürlich modern zu verkabeln heutzutage. Und damit der René und ich dann hier ein bisschen zocken können, eins von diesen 30 Spielen, 30 Spiele sind dabei, Zelda, Mario Brothers und ja, ganz viele Klassiker. Kirby's Adventure, Super Mario Brothers 3, Castlevania, Mega Man 2, Donkey Kong, alles mit dabei. Und ich packe es jetzt einfach mal für euch aus, dann könnt ihr mal reingucken. Ich hoffe, dass es mit dem Licht geht. Es ist nämlich echt stockfinster. Normalerweise habe ich das Fenster bloß so auf, die Jalousie hoch und dann reicht das Licht dann nicht aus. Aber hier muss ich jetzt auch die ISO hochdrehen. Naja, natürlich hier so eine Anleitung dabei, die gucke ich mir dann später an. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht so interessant für euch. Wenn ihr unbedingt wissen wollt, was da drin steht, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare und ich google es dann für euch. Ja, einmal hier ein Controller dabei. Sorry, bin ein bisschen erkältet. Ein Controller dabei. Der bekannte Nintendo-Controller. Fühlt sich auch genauso an. Ist wahrscheinlich auch genauso. Wird sich nicht viel verändert haben. Außer vielleicht der Stecker, das weiß ich aber auch nicht. Und ich glaube, das ist das, das hier ist das Gerät an sich. Oh, wie niedlich. Das kann man ja fast in die Hemdtasche packen oder in die Hosentasche. Ey, soll ich mit meiner Konsole vorbeikommen? Ja, ja, ich tue die einfach in die Tasche, in die Hosentasche. Ja, ja. In die Hemdtasche. Ja, also, sieht aus wie das kleine, ja, Original. Start, Power, Reset, Knopf, zwei Anschlüsse, hinten HDMI und ein DC, also Stromversorgung. Und das ist eigentlich schon alles. Keine Ahnung, was da für eine Leistung drin steckt. Vielleicht so Raspberry Pi Technik. Was haben wir denn hier noch dabei? HDMI-Kabel dabei. Ne, das ist das Power-Kabel hier, sehe ich gerade. USB, über USB-Netzteil dann. Und ja, ein HDMI ist mit dabei. Ja, also eigentlich alles komplett, um die ganze Scheiße anzuschließen. Und hier noch, das sagt immer alles so. Tuch geklebt ist. So, ja, dann noch der zweite Controller. Das werde ich auf alle Fälle nachher mal anschließen und dann auch schon ein bisschen zocken. Der René kommt heute Abend. Dem habe ich das aber direkt als Foto dann bei WhatsApp geschickt. Der hat sich gefreut schon wie ein kleiner Junge. Und ja, dann geht es los. Ich finde es auf alle Fälle witzig. Ich habe früher Nintendo hier, das NES gespielt mit meinen beiden Nichten und meinem Schwager haben wir im Wohnzimmer gesessen und hier Mario Brothers gezockt und so. Und meine Nichten, die haben mich dann auch immer fertig gemacht. Ich war da, keine Ahnung, 14, 13, 14 und trotzdem waren die besser als ich, die kleinen Butcher. So, ich freue mich trotzdem drauf, einfach mal so ein bisschen Retro zocken. Ich hatte es schon versucht mit dem Raspberry Pi, aber das hat nicht so gut geklappt. Der kann manche Spiele einfach nicht so gut darstellen und es fühlt sich nicht so cool an. Das
wird sicherlich einen Heidenspaß. So, ja, das wollte ich euch eigentlich nur zeigen und gekostet hat der ganze Spaß mit zusätzlichen Controller 79 Euro. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es ein bisschen günstiger ist, aber ja, ich kriege die Hälfte vom René wieder, von daher kann man sich das dann auch mal gönnen. Ja, das war's von mir. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen zu dem Gerät habt, wenn ihr vielleicht ein Video sehen wollt, wie wir damit zocken, was wir damit zocken, ich weiß gar nicht, kann man damit auch einen Livestream machen? Müsste eigentlich gehen. Ja, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich werde heute Abend auf alle Fälle anzocken und trotzdem noch ein bisschen Battlefield 1. Wollte ich auch noch ein Video dazu machen, kommt dann auch noch. Was ich euch eigentlich noch erzählen wollte, ist, ich habe eine Facebook-Gruppe gegründet für Leute, die Bock haben, regelmäßig im Team zu zocken und vielleicht keinen direkten Anschluss finden oder nicht so viele Freunde haben, die dieselben Interessen und Spielinteressen haben und gerne zum Beispiel Spiele wie ja, Battlefield 1, Squad oder auch andere Games, die man als Team zusammenspielen kann, spielen möchten, die können sich einfach in der Gruppe wiederfinden und dort vielleicht ein bisschen zusammenfinden und sich organisieren. Ja, das wollte ich eigentlich noch sagen. Dazu würde ich dann vielleicht auch nochmal ein Video machen. Der Link zur Gruppe ist aber auch unter diesem Video. Ja, okay, das war's dann. Ich bin raus. Haut rein. Ich muss den Scheiß jetzt anschließen.